Von einem Wahrzeichen Hamburg zum anderen, dem Hafen, noch ein paar Stunden, dann geht das Hamburger Spektakel los. Pünktlich um 15 Uhr beginnt morgen das bunte Treiben an den Landungsbrücken. 4 Tage lang feiern die Hanseaten ihren Hafen. Heute wurden noch die letzten Vorbereitungen getroffen und wir in Hamburg waren natürlich dabei. Extra aus der Sowjetunion ist er gekommen, der Admiral. 3,5 Tage lang war der älteste Dampfschlepper Europas unterwegs, sein Heimathafen Tallinn in Estland. Jetzt liegt er im Museumshafen Övelgönne. Und die Mannschaft macht klar Schiff für den Hafengeburtstag. Abseits des Touristenrummels können interessierte Besucher im Museumshafen voll auf ihre Kosten kommen. Hier ankern alte Fischkutter und Elbkähne, originalgetreu restauriert. Morgen sollen hier Bands spielen und fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt. Der sowjetische Admiral wird am Donnerstag um 15 Uhr seine Leinen losmachen. Wer will, kann sich dann bei einer Hafenrundfahrt frischen Wind um die Nase wehen lassen. Oder aber noch viel spannender, in den Maschinenraum klettern und dem russischen Heizer bei der Arbeit zusehen.